Ich glaube, dass Mainz eine sehr gute Mannschaft ist, in der Saison gezeigt hat, dass sie sowohl fußballerisch einiges zu bieten hat, sehr diszipliniert spielt, aber eben halt auch sehr viel investiert ins Spiel, läuferisch einen großen Aufwand betreibt. Also von daher eine Aufgabe, die uns fordert, wo wir eben halt nochmal alles abrufen wollen, um natürlich mit dem Heimsieg in diese Länderspielpause zu gehen. Und natürlich wäre es schön, jetzt im Heimspiel zu gewinnen. Dann hätten wir 19 Punkte. Dann hoffen wir, dass Gonzo zurückkommt, dass vielleicht sogar Simon wieder in der Lage ist zu spielen. Das würde uns natürlich helfen, weil wir natürlich diese ganzen Spiele in den letzten Wochen auch immer ein bisschen improvisieren mussten, immer wieder gucken mussten, welche Spieler zur Verfügung stehen. Also die Tabelle lügt nicht, man steht da, wo man hingehört. Und wir sind, glaube ich, weiß gar nicht, Fünfter oder Sechster, Vierter. Ja, ich glaube, dass die einzelnen Spiele, ich glaube, das kann man jetzt nicht so verallgemeinern. Es waren jetzt 10 Spiele, die wir gespielt haben. Und wir haben natürlich einige Spiele dominiert und viele Torschancen gehabt, viel mehr als der Gegner und trotzdem nicht gewonnen. Und das ist natürlich dann, scheint das erstmal so, dass wir nicht effizient genug waren, dass wir einfach, wenn der Gegner eben halt wenige Torschancen braucht, um Tore zu schießen, dass wir dann auch defensiv nicht gut genug waren. Und ja, wir versuchen einfach, das weiter zu entwickeln. Ja, ist ja auch so, dass wir uns, wir haben ja diese Saison schon sehr viele Spiele auch unvollständig zu Ende gespielt. Das ist natürlich schon auffällig und dann kann man natürlich auch darüber sprechen. Dann ist das natürlich auch ein Thema. Es ist ja auch bei uns intern ein Thema. Und wir machen das ganz gut. Mittlerweile sind wir richtig gut da drin, eben halt in Unterzahl zu spielen. Ne? Das ist ein Vorteil an dieser Statistik. Aber das wollen wir natürlich nur noch ganz gezielt und ab und zu mal einsetzen. Und ja, wir wollen uns einfach verbessern.